Ja, wir sind heute Morgen um kurz nach 1 Uhr zur Kinderklinik in St. Augustin alarmiert worden. Brand 4 war gemeldet von den Mitarbeitenden brennender Trafo. Die Einheit Mülldorf hat den Brand relativ schnell gefunden und konnte ihn dann auch schnell löschen. Ja, da hat ein Transformator gebrannt. Das war ein starker Brand. Wie bei elektrischen Anlagen üblich, haben wir dann erst versucht, mit einem Kohlendioxidlöscher zu löschen. Das hat dann nicht geklappt und dann haben wir mit großem Sicherheitsabstand mit einem C-Rohr das Feuer gelöscht. Ja, Brand bei elektrischen Anlagen, da ist natürlich die Spannung auch eine Gefahr für die Feuerwehrleute. Deswegen brauchen wir einen großen Sicherheitsabstand. Der ist nach dem Regelwerk 10 Meter, aber üblicherweise macht man das dann mit größerem Abstand als mit 10 Metern, damit auch niemand gefährdet wird. Ja, wenn es in der Kinderklinik brennt, dann kontrollieren wir natürlich auch das alles Umliegende. Bei dieser Einsatzstelle war aber die große Herausforderung, dass durch den Transformatorbrand die Kinderklinik ohne Strom war und bis jetzt auch noch ist. Was natürlich in einem Klinikum erstmal problematisch ist, weswegen wir dann eine Alarmstufenerhöhung auf Vollalarm gemacht haben und auch noch einen MANV ausgelöst haben. Das ist also eine Massenansammlung von Verletzten, ein Einsatzstichwort für den Rettungsdienst. Genau, wir haben die betroffenen Bereiche des Krankenhauses kontrolliert und auch auf jede Station jemanden mit Funkgerät hingeschickt, falls also was bei den betroffenen Stationen sein sollte, dass wir dann den direkten Draht zur Feuerwehr haben. Die Zusammenarbeit hier mit dem Kinderklinikum war sehr gut. Wir haben natürlich das Fachpersonal, Fachärzte, Pflegekräfte, aber auch von der Klinikverwaltung, mit denen wir alles abgesprochen haben. Die haben dann auch schnell eine Übersicht bekommen, wie viele Patientinnen und Patienten betroffen sind. Es waren ungefähr jetzt 75. Das Gute daran war, dass keine von den Patienten wirklich bedroht waren, weil niemand abhängig ist von der Stromversorgung. Also beispielsweise keine Operation, keine Beatmungsgeräte, sodass wir hier im Grunde eine stabile Lage haben. Aber natürlich alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben. Das Klinikum, Rettungsdienst, Feuerwehr, aber auch Polizei ist vor Ort. Falls also sich die Lage verschlechtern sollte, wir dann sofort handlungsfähig sind. Genau, wir haben hier den Rettungsdienst mit 7 Rettungswagen und noch zusätzlich Notarztwagen im Bereitstellungsraum. Das sind ungefähr 30 Rettungsdienstkräfte, die jetzt auch hier für heute Abend ein Evakuierungskonzept für die betroffenen Stationen hinterlegt haben. Die wissen also genau, was zu tun ist. Die Ärzte der Klinik arbeiten mit den Rettungsdienstleuten zusammen, stehen da im engen Austausch. Das heißt, falls es bei einem Patienten zu Problemen kommen sollte, kann man den Patienten direkt transportieren, aber auch mit Notarzteinsatzfahrzeugen versorgen. Hier ist also die Sicherheit aller gewährleistet. Also die Klinik hat auch eine Notstromversorgung. Die scheint aber heute Abend nicht funktioniert zu haben. Woran das genau liegt, die technischen Hintergründe kann ich selbst auch nicht erläutern. Ja, wichtig ist als Feuerwehr, dass man seine Objekte kennt, dass man seine Handgriffe kennt und dass die Kommunikation, beispielsweise auch die Einsatzleitung, gut steht. Aber letztendlich auch, dass wir genug Freiwillige haben und genug Menschen, die sich gerne und tatkräftig in den freiwilligen Feuerwehren engagieren.